Heute ist 26. Oktober, Nationalfeiertag. Wir sind wieder im Parlament und ich freue mich, dass so viele Menschen Interesse an der Politik der Freiheitlichen Partei haben. Es ist einfach großartig, welchen Zuspruch wir haben. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass diesmal der Gastgeber im Hohen Haus unser erster Nationalratspräsident Walter Rosenkranz ist. Es ist ein sehr gutes Gefühl, weil ich sehe, wie viele Österreicherinnen und Österreicher, aber auch Gäste aus dem Ausland dieses Herz der Demokratie kennenlernen. Und für mich, in meiner gesamten Politik, habe ich eigentlich immer den Kontakt zu den Bürgern gesucht, auch heute wieder. Und das kann für mich daher nur ein guter Tag sein.